Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute beim Saisonstart im Hansapark. Heute ist der 28.03. und heute öffnet sich das erste Mal 2024 das Tor zum Meer quasi. Und wir schauen mal, was sich hier alles getan hat. Ein paar Neuigkeiten gibt es. Das Café Rosa hat eröffnet am Eingang. Das zeige ich euch nachher auch. Der Holsteinturm, trotz Instandsetzung, wird leider nicht mehr fahren. Das kam gerade mit dem letzten Newsletter, dass da die Ersatzteile leider nicht mehr verfügbar sind und trotz Mühen der leider geschlossen bleibt. Aber dafür gibt es jede Menge andere Dinge hier zu entdecken. Und es gibt ein neues System bei den Eintrittskarten, wollte ich gerade sagen, aber beim Saisonpass, da haben wir uns schon die neue Saisonkarte organisiert. Das ging auch ganz schnell, das könnt ihr jetzt an der Information einfach euch direkt bedrucken lassen, nicht mehr mit Warten, Fotos machen und sowas wie früher. Jetzt hat man wieder was in der Hand und nicht nur digital. Die haben auch hier beim Eingang mehr Eingänge gebaut, das zeige ich euch nachher auch nochmal, dass man quasi am Holstentor auch noch links daneben vorbeigehen kann und ja, selber sich die Karte einscannen und einfach durch kann dann entsprechend. Ja. Haben sie auf jeden Fall angepasst und ist neu dieses Jahr. Wir beginnen allerdings auch traditionell diesen Tag wieder im Weltumsegler und frühstücken erstmal was Guten. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video und viel Spaß mit mir gemeinsam diese Saison zu erleben. Jetzt nach unserer ersten Stärkung sind wir erstmal Nessie gefahren und machen uns jetzt auf den Weg zu Stördi. Hier ist es nämlich auch leer. Ansonsten hat der Hansapark gerade sehr viele Breakdowns und Kernan fährt nicht und ja, allerhand andere Dinge auch nicht. Aber ich bin nicht mehr alleine. Hallo! Ja, der liebe Ingo ist auch wieder ganz aus Düsseldorf am Start. Ja. Ja, und von daher, trotz Schietwetter, machen wir uns heute auf jeden Fall einen schönen. Der Weihnachtsmann steht immer noch da. Eins. Oder ein Bäumchen. Damit tapeziert am besten. Oh, ein neues Geländer. Jetzt kommen wir gerade aus Flucht von Novgorod. Die einzige Bahn, die vernünftig fuhr, außer Kleiner Zar, sonst hat ja irgendwie alles heute Störung. Auch Canaan macht noch Testfahrten. Der Highlander blieb auf halbem Weg stecken, ohne uns, aber wir haben es gesehen. Und somit haben wir uns jetzt für Flucht von Novgorod entschieden und eine Runde damit gedreht. War auch wieder sehr, sehr cool. Die Rutsche ist auch am Ende wieder offen. Die war ja letztes Jahr verbreddert und zu. Das konnte ich mir doch nicht entgehen lassen und habe doch dann auch gleich die Fahrt mit einer Rutschfahrt beendet. Und irgendwie war da Glatteis drin. Ich bin da rausgeschossen wie so eine Rakete. Sehr oder für viele Lacher bei meinen Mitbegleitern hier hat das gesorgt. Aber mir ist nichts passiert. Bin ja gepolstert, also war es auf jeden Fall lustig.
Jetzt wollen wir mal gucken, vielleicht gleich mal was zu essen jagen oder so. Ist auch schon 13 Uhr. Und Gott sei Dank, ich sag's nicht zu laut, hat es aber aufgehört zu regnen. Ja, dass der Holsteinturm nicht wieder eröffnet, finden wohl andere Gäste auch nicht so toll. Da liegen Blumen. Ja, es ist schon ein bisschen traurig. Nachdem wir uns im Saloon gestärkt haben. Ich hatte wieder traditionell meine Ofenkartoffeln mit Salatbeilage. Ja, die Preise sind ein bisschen teurer geworden. Was ist nicht teurer geworden? Die Qualität ist dafür aber immer noch allererste Sahne. Kernan fährt auch mittlerweile und hat die Testfahrten beendet. Allerdings ohne mich. Ich genieße nämlich lieber die Sonne und das Wetter und freue mich, dass es aufgehört hat zu regnen. Und eine Stunde stelle ich mich da jetzt nicht an. Ja, mal sehen, was wir heute noch so Schönes machen. Und was wir noch so erleben können. Auf jeden Fall muss ich euch das Café Rosa gleich nochmal zeigen. So, ihr Lieben, es hat leider schon wieder angefangen zu regnen. Kernan hatte dann doch wieder eine Störung und unsere ganzen Anhänge, wollte ich gerade sagen, unsere Freunde, die mit waren, die sind wieder umgekehrt und auch nicht gefahren. Dafür haben wir uns jetzt gerade die Varieté-Show angeguckt. Die ist richtig gut. Die haben die auch umthematisiert, jetzt auf Café Rosa komplett. Ein paar Kritikpunkte. Man sollte lieber den Erzähler vom Band als Erzähler vom Band lassen und nicht durch einen Schauspieler auf der Bühne per Playback quasi erzählen lassen, weil das passt dann nicht so wirklich. Aber ansonsten war die richtig, richtig cool. Hansapark-Style halt, aber hat mir auf jeden Fall gefallen. So, jetzt gehen wir mal Richtung Ausgang. Ich hoffe, ich kriege meine Linse gleich noch mal ins Café Rosa gehalten und ansonsten machen wir uns dann auch schon wieder auf den Heimweg. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt noch ein paar Impressionen aus dem Café Rosa zeigen können. Total nett und lieb. Ich durfte da einmal durch und filmen und mir alles einmal angucken. Heute Morgen war es ja leider zu voll. Da wollten wir eigentlich einen Kaffee trinken gehen, aber kam gar nicht mehr rein. Aber ist ja gut, wenn das so gut angenommen wird. Es befindet sich ja auch beim Haupteingang, wenn ihr reinkommt, direkt links, da wo mal die Spielhalle und dieser Candy Shop war. Das war ja die letzten Jahre leider geschlossen.
und ist jetzt wieder zum Leben erweckt worden durch das Café Rosa. Nächstes Mal gibt es da auch definitiv ein Törtchen und einen Kaffee. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg wieder raus aus dem Park. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mir ein kleines bisschen zuzuschauen. So viel habe ich heute ja leider nicht gefilmt, aber wir kommen ja auf jeden Fall wieder. Und die Highlights habe ich euch gezeigt. Mal sehen, was der Bauabschnitt hier noch bringt und was sich da noch so entwickelt über die Saison hinweg. Und was aus dem Holsteinturm wird, beziehungsweise aus dem Platz, wo er noch steht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Erzählt es euren Freunden. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und sage, bis zum nächsten Video.